Richard Frey, herzlichen Glückwunsch zu Bronze hier beim Grand Slam in Tumen. Ich glaube, es hätten dich viele noch mal gerne sehen wollen, kämpfen sehen wollen im Kampf um Platz 3, weil du auch wirklich schöne Würfe zeigst immer. Ging es dir auch so? Wie war es für dich? Ja klar, hätte gerne noch mal gekämpft um die Medaille. Er hatte Hansa Kumaka bekommen, Kampf davor. Es war also disqualifiziert. Schade, dass es nicht zum Kampf gekommen ist. Hätte gerne noch mal mit ihm gekämpft, ja. Den Georgier, es ging um den Georgier, den hattest du zuletzt beim Grand Prix in Tiflis, ne? Genau. Letztes Mal habe ich mit ihm gekämpft in Tiflis, genau. Davor auch schon mal in Samsun einen Kampf gewonnen, in Tiflis verloren. Diesmal hätte ich gerne noch mal geschaut, wie gerade der Trainingsstand ist und mal mit ihm gekämpft, ja. Und, ja. Okay, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Wie wichtig war denn der Wettkampf, immerhin für euch erstmal der letzte jetzt vor der WM, vor dem Saisonhöhepunkt, wie wichtig war der Wettkampf nochmal für dich? Hat jetzt nicht so einen großen Stellenwert gehabt, wenn ich ehrlich bin. Es war jetzt einfach mal wichtig zu schauen, wie ist gerade der Trainingsstand, wie fühlt man sich auf der Matte. So als Generalprobe war das ganz in Ordnung, ja. Nochmal ein guter Test. Dann kommen ja die Trainings, die nationalen Trainingslager, Vorbereitungstrainingslager, bis es dann zur Weltmeisterschaft nach Astana geht. Du bist super reingekommen gegen den Kasachen, hast dann im Poolfinale gegen den Letten Borodavko gekämpft, dein erstes Mal im Wettkampf gegen den Letten, ne? Ja, genau. Ja, schon öfter in Brandori gehabt, auch jetzt vor kurzem im Castel de Fels. Ich habe mich da anders auf ihn eingestellt heute und falsch eingestellt. Ja. Er kam mit Oichigari, hat mich da hinten geworfen, damit habe ich nicht gerechnet in dem Moment. Hat mich gut erwischt, das kann passieren, ja. So ist es manchmal im Judo, ja. Aber ich glaube, besser hier als dann bei einem Wettkampfhöhepunkt, oder? Genau, besser hier als bei der WM, ja, zum Beispiel. Und ja, war schade, weil heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mich sehr gut gefühlt, auf der Matte mich auch sehr gut gefühlt, im ersten Kampf gut reingekommen und so weiter. Und Finale hätte heute schon sein müssen. Aber wie es im Judo halt so ist, kann man gegen jeden verlieren, gegen jeden gewinnen. Ja. Hörst du ein bisschen Enttäuschung raus? Enttäuschung nicht unbedingt. Es ist wie gesagt eine Generalprobe und der Höhepunkt ist die WM. Und jetzt ist auch das Training darauf fokussiert und ich bereite mich darauf 100%ig vor. Und da wünsche ich mir dir ganz, ganz viel Erfolg.